ich lasse sie für selber sprechen. Aber nach dem obligatorischen Hey Leute, zeige ich euch so die ersten Unterschiede, die ersten Eindrücke, die ersten positiven wie auch negativen Sachen. Also bis gleich. Das, was ihr eigentlich jetzt mehr hört, ist der 2.0 Formbot T-Rex, der bis auf den kleinen lauten Seitenlüfter krass geil, also wirklich. Wo ich jetzt, ich zeige euch nachher den Vergleich, wo ich vorhin dachte, ich lasse beide laufen, fiel mir erst auf, wie leise der ist im Verhältnis zum 2.0. Also der 2.0 ist extrem laut im Gegensatz zum 3.0. Das sei schon jetzt gesagt. Ich glaube, ich zeige euch das jetzt gleich schnell, sobald ich es eingestellt habe. Ja, was kann ich zum 3.0 schon jetzt sagen? Bis auf die Druckqualität passt natürlich wieder. Ja, schwarz sieht man nicht allzu gut auf der Kamera nun. Aber das ist wirklich das erste Druckobjekt, was original auf der SD-Karte ist. Ist das fantastische, unvergleichliche, traummäßige Traumschiff Benji. Und das hat er natürlich, sofern die Kamera scharf stellen will, danke, schön gedruckt. Wirklich gibt es nichts. Und das noch in 0,2, wenn es mich nicht irrt. Ja, stellt natürlich nicht scharf, leck mich. So. Aber ihr habt es, denke ich, gesehen. Negativ ist der kleine, zum Teil sehr laute Lüfter. Also wenn er sich mal warm gefahren hat, ist er nicht mehr so laut. Aber okay, jetzt hört man hinten noch den 2.0 ein bisschen. Sonst ist der Drucker wirklich extrem, extrem schön, ruhig, schon fast elegant, nicht zu sagen, also wirklich gut. Er macht das gut, aber eben der kleine Krawallbruder von Lüfter, wo glaube ich 2,5 cm oder so im Durchmesser ist, ja, der will viel Drehzahl, dass er wenigstens einen Hauch Luft zum Hotend-Kühler bringen kann. Ja, das ist mal das eine. Die Heizbettoberfläche, also das Benji-Boot hat super gehalten und ist nachher auch super weggegangen. Gibt es mal keinen negativen Bericht hier bis jetzt. Was sie wirklich billig gemacht haben, wo jetzt ich beim 2.0, wie ihr gesehen habt, denke ich wesentlich besser gemacht habe, ist die popligen Filamentsensoren. Ja, das finde ich jetzt wirklich, also nicht unbedingt berauschend, um nicht zu sagen Bullshit, aber es ist schön, dass ein Filamentsensor drauf ist, das ist super, da gibt es ja nichts, da bin ich ja froh, aber seht ihr hier, ich nenne es mal das Dach, gleich oder ein bisschen verändern können, so dass man den Filamentsensor mit der dicken Kante hier draufstecken kann. Oder eben mit den Schraubenlöchern irgendwie dann raufschrauben, einfach dass es fest ist. Das glaube ich, denke ich einmal bei Thingiverse, wenn jemand den Drucker nun auch hat und das ihn stört, denke ich, wird sehr bald so ein Decklein anderer kommen, wo der Filamentsensor einfach reingesteckt wird und somit auch geführt ist. Tut der Funktion keinen Abbruch, aber es sieht halt sehr, sehr billig aus. Und es ist natürlich auch sehr, sehr billig. Was gibt es noch Negatives? Negatives gibt es natürlich,
wieder mit der SD-Karten-Slot-Position. Der SD-Karten-Slot ist immer noch, wie beim 2.0, hinten, also direkt beim Kontrollmodul, nenne ich jetzt mal, wo das Motherboard ist, von hinten nach vorne gesteckt. Absoluter Schwachsinn. Hier habe ich mir jetzt eine Verlängerung hier gemacht, also auf die Seite hier mit dem Kabel, so dass ich vor vorne reinstecken kann. Das habe ich heute beim 2.0 auch gemacht. Ging mir nämlich zu sehr auf die Nerven. Was noch war, wo man jetzt denke ich nicht sehen kann, aber ich versuche es euch trotzdem schon zu zeigen, wartet. So, es ist nun ein wenig schwer, euch das zu zeigen, aber ich versuche mein Bestes. Ich zoome euch mal hin. Also seht ihr vom Schlitten hier, wo der Zahnriemen festgemacht ist. Warte, ich versuche es einzufangen. Hier ist ja der Zahnriemen festgemacht. Beim Schlitten hier. Und da hinten ist ja der Halter vom Solid State Relay. Sehr schwer. So. Hier hinten, oben beim Solid State Relay, seht ihr das bisschen verschmolzen, verkokelte, schräge, die schräge Kante. Diese schräge Kante habe ich mit einem separaten Lötkolben gemacht, um Kunststoff zu schmelzen und schön zu verstreichen, weil da das Heizbett genau mit dem Halter vom Zahnriemen angestoßen ist, also sprich komplett angestanden ist, also somit kein weiteres Zurückfahren mehr möglich war. Habe ich jetzt nun hier ein bisschen leicht abgeschmolzen und somit angepasst, so dass diese Ecke rechts, wo die Schraube heruntergeht, so die andere Ecke hier, überhaupt da hinten durch kann. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was ich meine. Da ist jetzt wirklich komplett angestanden. Da ist dann der weiteste Punkt nach hinten war hier circa. Da eben die Kante genau angestanden ist am Halter vom SSR-Halter. Ja. Solid-State-Relay-Halter. Ja, einfach vom Halter vom Relay. Aber eben. Ein Millimeter circa abgeschmolzen das Ganze, schräg gemacht und nun flutscht es wieder tipptopp. Die Firmware finde ich bis jetzt auch gut gemacht. Gibt es auch bis jetzt keine Probleme, auch das Leveln und so, das Bettleveln und Co. funktioniert tadellos, also eine Handleitung, das genau machen, sprich man fährt die Home-Position an, geht dann mit Motion 0,1 so weit runter, bis das Blattpapier gerade noch fest ist. Dann gibt man das oder speichert das dann, nein, genau, dann, so muss ich sagen, dann geht man zum Z-Offset, zieht das, was man hier nun hat, beim Motion, beim eingestellten Z-Offset ab, speichert das, dann macht man das Bed-Leveling oder das Mesh-Leveling, speichert das dann wieder und es funktioniert tipptopp. So war es beim 2.0 auch, nur dass da dann die SD-Karte separat für das Bed-Leveling eingesetzt werden musste. Das ist jetzt übrigens mit der Update-Version oder beziehungsweise mit der Firmware-Update, was ich gemacht habe, auch hinfällig beim 2.0. Das geht jetzt nun auch wie hier. Die Firmware haben sie sehr, für mich, also für meine Verhältnisse, was ich jetzt bis jetzt kannte, sehr umfangreich gemacht. Also wirklich viel. Was mich aber stört, das sind so kleine Dinge, was mich wirklich immer stört. Vielleicht stört es euch auch, aber mich stört es wirklich, dass wenn man zum Beispiel auf Motion geht, dass rechts herum rauf ist und links herum runter ist, wenn man hier den Knopf dreht. Ist ja irgendwie unlogisch, zumindest für mich. Was ich noch nicht verstehe, und das ist auch was, was ich wirklich nicht verstehe, zum Beispiel man geht ins Menü Bed Leveling und dann treibt man sich einmal kurz noch schnell um, schaut was nach, dreht sich wieder um und man ist wieder hier im Hauptmenü. Supi.
Wieso kann das nicht einfach dort bleiben, bis man irgendwas drückt? Wieso muss es nach kurzer Zeit immer wegspringen? Klar, ich weiß, man kann es irgendwie bei Marlin einstellen und so. Ich habe erstens keine Ahnung. Zweitens habe ich keine Lust oder keinen Nerv für Software. Und drittens sollte das wenigstens ja schon drinnen sein. Was ich hier noch nicht getestet habe, wo finde ich ein großes Problem bei 2.0 ist, wenn ihr jetzt hier auf Print Stop drückt, dann geht auch der Lüfter aus. Das heißt, das heiße oder das Filament, was im Hotend, sprich auch natürlich beim Hotend kühler ist, erwärmt sich und ihr habt noch auf Deutsch gesagt eine Verstopfung. Weil nahe das Filament anfängt zu schmelzen, wenn der Hauptlüfter, wo es eigentlich kühlen soll oben, gar nicht mehr kühlt. Das ist beim 2.0 wie ein großes Manko. Sogar mit der Firmware-Update jetzt oder mit dem großen Update, was ich gemacht habe im 2.0, ist genau das gleiche Problem immer noch. Wieso geht der Lüfter auf, wenn ich Print Stop drücke? Die Lüfter müssen weiterlaufen. Solange das heiß ist, muss es weiterlaufen, in meinen Augen. Da habe ich es nicht versucht. Das ist mein zweiter Druck jetzt nun. Mein erster, zweiter Druck habe ich sagen wollen. Ja. Mein zweiter Druck nun, das wird das Gehäuse für den 2.0, so dass man einen großen Lüfter hat, wie hier original nun, so dass man die kleinen zwei Lüfter nicht immer hört und mir irgendwie das Ohr abnagen. Ja, bis jetzt kann ich, glaube ich, noch nicht mehr viel dazu sagen. Er ist leiser, top, viel leiser, top. Die kleinen Lüfter, flop. Die Filamentsensoren sind so, top, dass er welche hat, flop, wie es gemacht ist. Ja, ah ja, genau, und ich glaube, er kann über 300 Grad jetzt mit diesen, so wie es eingerichtet ist oder gemacht ist, kann er, glaube ich, über 300 Grad Filamente drucken. Ich muss danach nachsehen oder ihr könnt das sowieso am Link wieder unten nachsehen. Bei der Hersteller-Homepage. Aber es sind, glaube ich, 320, 30, 40 Grad, wo ihr jetzt einfach so, wie sie sind, drucken könnt, was der 2.0 das separate Hotend dazu brauchte für über 300 Grad. Das ist auch ein Vorteil. Genau, was ein Nachteil ist oder was ich jetzt negativ finde, sind einfach diese Stecker hier. Die PC-Stecker hier, so wie VGA-Stecker sehen sie aus, oder sind vielleicht auch VGA-Stecker, keine Ahnung. Diese Stecker, die Schrauben etc., bis die ab und zu wirklich gut reingehen und so weiter, ist wirklich eine Fummelarbeit. Hier, die Chinesen kommen ja leicht an solche Stecker ran. Wieso nicht welche von der Autoindustrie oder so, weil man einfach reinstecken kann mit einer Metallklemme, wo man drücken kann und rausziehen etc. Wäre professioneller, finde ich, einfacher und macht schon wieder ein bisschen mehr her als die verschraubten VGA-Monitor-Steckanschlüsse. Ja, das soll es bis jetzt wieder, glaube ich, mal gewesen sein. Werde euch natürlich laufend informieren, wenn es was Neues gibt. Und somit, bis bald hoffentlich und macht's noch gut, guten Druck und Servus.